Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, hat die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sportplatz in Altheim unter der Leitung von Kapellmeister Martin Irasch ein Konzert mit der Polizeimusik Kärnten veranstaltet. Besucher konnten bei freiem Eintritt einen Abend voller mitreißender Musik genießen und sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Am Mittwoch, den 5. Juni 2024, fand das Polizeimusikfestival am Sportplatz in Altheim statt. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich lud unter der Leitung von Kapellmeister Martin Irasch zu einem Konzert der Polizeimusik Kärnten ein. Zahlreiche Besucher genossen bei freiem Eintritt einen Abend voller mitreißender Musik und abwechslungsreicher Darbietungen. Aufgrund des guten Wetters konnte die Veranstaltung planmäßig im Freien stattfinden und hinterließ bei allen Besuchern einen unvergesslichen Eindruck. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, die Kärntner Polizeimusik hier im Stadion bzw. im Fußballplatz des SK Altheim begrüßen zu dürfen. Ich bin Stefan Haselberger, Bezirkspolizeikommandant von Braunau am Inn. Ich habe die große Ehre, dass ich dieses Konzert im Bezirk Braunau veranstalten habe dürfen. Dieses Konzert findet im Rahmen des Polizeimusikfestivals, das momentan in Oberösterreich abgehalten wird, statt. Und heute sind 9 Konzerte in ganz Oberösterreich verteilt. Wie gesagt, die Kärntner Polizeimusik spielt in Altheim und die übrigen Bundesländer sind in ganz Oberösterreich verteilt. Insbesondere freut es mich natürlich, die Landespolizeidirektorin von Kärnten hier in Braunau begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Michaela Kohlweiß, herzliches Grüß Gott. Und herzlichen Dank, dass wir das Polizeimusikfestival. Sehr geehrte Landespolizeidirektorin aus Kärnten, sehr geehrter Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Stefan Haselberger, werte Ehrengäste, liebe Besucherinnen und Besucher, darf natürlich die Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters Kärnten Sie herzlich bei uns in Altheim begrüßen. Ich darf ja, wie schon Stefan erwähnt hat, auch Kolleginnen und Kollegen sagen, da ich ja selber Polizeibeamter bin, momentan außer Dienst gestellt, aber nicht wegen einer Dienstpflichtverletzung, sondern weil ich Bürgermeister verordnet worden bin. Ja, besonderer Dank, wie du schon angesprochen hast, Stefan, gilt natürlich dem SK Wiehag Altheim und zwar allen voran Präsident Ernst Buchleitner mit dem gesamten Vorstand, die natürlich da aktiv mitgearbeitet haben, dass diese Veranstaltung heute bei strahlendem Sonnenschein durchgeführt werden kann. Ich darf mich aber die Bauhofmitarbeiter der Stadtgemeinde Altheim herzlich bedanken, die da aktiv dabei waren. Bei der Stadtmusikkapelle Altheim, die das Schlagwerk zur Verfügung gestellt haben. Ja, obwohl ich wüsste, dass man das erreichen darf, aber es gibt es. Gott sei Dank. Ja, dann wünsche ich allen noch einen
tollen Konzertabend bei strahlendem Sonnenschein. Ich wünsche euch allen gutes Gelingen und ja, danke für den zahlreichen Besuch. Herzlichen Dank. Auch ich darf Sie seitens unserer Landespolizeidirektorin, unserer Musikerinnen und Musiker auf das Allerherzlichste zum heutigen Konzert hier in Altheim begrüßen. Mein Name ist Walter Dunig und ich darf Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Capellari durch diesen Abend begleiten. Die musikalische Begrüßung hat die Polizeimusik gern mit der Olympic-Fanfare und dem von James Kurnoff übernommen. Die Polizeimusik gern ist eine sogenannte Dienstmusik, welche aus 50 Musikerinnen und Musikern besteht. Der Großteil davon sind Kolleginnen und Kollegen der LPD Kärnten, die auf verschiedensten Dienststellen ihren Dienst in Kärnten in der Sicherheitsverwaltung und im Außendienst verrichten. Aber auch externe Musikerinnen und Musiker unterstützen uns immer wieder und dafür sind wir sehr dankbar. Geleitet wird die Polizeimusik Kärnten seit 2011 von Kapellmeister Gruppeninspektor Martin Irasch, der seinen Dienst normalerweise auf der Polizeiinspektion Althofen in Kärnten verzieht. Wie schaut es bei Ihnen mit dem Üben aus? Ich meine, ihr seid Musiker aus ganz Kärnten, wie funktioniert das? Ja, zuerst einmal freuen wir uns, dass wir da in Altheim im Rahmen von der Polizeimusikzusammenziehung in Linz spielen dürfen. Das mit dem Proben oder mit dem Üben, das funktioniert folgendermaßen, dass wir vom ganzen Bundesland Kärnten zu einer Probe zusammenkommen, einmal in der Woche von 15 bis 20 Uhr. Dort proben wir fleißigst und dann fahren wir heute wieder heim und das geschieht heute alles in der Dienstzeit. Wir sind eine normale Sonderverwendung, sowie Polizei, Diensthundeführer oder Einsatzeinheit oder dergleichen. Freigestellt, nachdem ich 2021 im November Bürgermeister geworden bin, ja, war 32 Jahre Polizeibeamter, bin es immer noch, aber jetzt, wie gesagt, außer Dienst gestellt. Mir hat es heute gewaltig gefreut, dass dieses Konzert
des Polizeiorchesters Kärnten in Altheim stattgefunden hat. Das ist, macht mich wirklich stolz. Nur dazu Kolleginnen und Kollegen da aufspielen. Es war eine tolle Geschichte bei strahlendem Sonnenschein, bei ca. 400 Besucher. Also es war wirklich eine tolle Sache, eine Bombenprogrammzusammenstellung, war wirklich Musik auf höchstem Niveau. Auf jeden Fall, die Klänge waren wirklich beeindruckend. Auch die Akustik hier da im Stadion ist wunderschön. Also es ist ein tolles, eine tolle Atmosphäre da gewesen, eine tolle Stimmung da gewesen. Was ist das Nächste, was es geben wird im kulturellen Bereich? Konzerte, Veranstaltungen? Ja, wir haben laufend Kulturveranstaltungen in unserem Kultursaal der Landesmusikschule Altheim. Da ist der Obmann des Stadtmarkts in Altheim, der Alexander Huber, sehr aktiv. Wir haben einen eigenen Kulturausschuss in der Stadtgemeinde Altheim eingerichtet mit dem Obmann Gerhard Seeburger. Die beiden arbeiten perfekt zusammen, dadurch entstehen auch Synergien und natürlich daraus resultieren auch tolle Veranstaltungen. Wir haben das ganze Jahr Programm. Ich glaube, wir haben heuer 13 Veranstaltungen auch mit Stadtmarketing, mit dem Kulturausschuss der Stadtgemeinde Altheim gemeinsam. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit trägt Früchte. Diese Veranstaltungen sind auch immer super besucht und macht mich natürlich auch stolz, dass sie in unserer Stadt mit gut 5000 Einwohnern wirklich was abspielt.